Herzlich willkommen zur ersten Übungsdokumentation von Blaulichter München. Wie ihr vielleicht schon manchen Posts entnehmen konntet, waren wir am Samstag, den 10. April, bei einer Rettungssuchhundestaffel der Feuerwehr Hochbrück zu einer offiziellen Übung eingeladen. Wir wollten euch natürlich nicht vorenthalten, was wir gesehen und erlebt, aber auch was wir auf unsere Speicherkarten bekommen haben. Alles fing vor der eigentlichen Übung mit einer Vorbesprechung der gesamten Hundestaffel an. Dort wurde besprochen, dass sich ein Mitglied in einem unübersichtlichen Gewerbegebiet in der Nähe von Gilching verstecken sollte, um so den Suchhunden das Trainieren von Gerüchen und das Retten von Menschen beizubringen. Zuvor fasste der Gesuchte einmal kurz mit der Hand in einen kleinen Plastikbeutel, um so den Suchhunden den Geruch von sich selber zu geben. Das reicht den Hunden, um eine vermisste Person zu retten. So haben wir 10 Minuten gewartet, bis die Person sich versteckt hatte und das Go von Nicole Brettinger, einer Fachberaterin, kam. Gleichzeitig war diese Übung auch ein Teil einer 3 Jahre langen Ausbildung für sowohl für Hundeführer als auch für Rettungshunde. Der erste Suchhund nahm sofort die Spur des Vermissten auf und zeigte durch Körpersprache dem Hundeführer, wo er weitergehen will und wo die Spur ist. Kurze Zeit später fand der Hund die Vermisste gemütlich auf einer Parkbank in der Sonne sitzen. Das war aber nur das Aufwärmtraining, denn jetzt wurde es wirklich einsatznah. Der nächste Vermissteneinsatz war diesmal eine echte Hochleistungsprüfung für die Suchhunde. Mit einem frisch ausgewechselten neuen Suchhund machte sich gleich ein neues Rettungshundeteam auf den Weg. Diesmal zeigte der Hund eine komplett neue Spur an. Zuerst ging es im Eilschritt über eine ackerähnliche Wiese, immer unter den prüfenden Augen der Hundeausbilder. Die Wiese endete vor einem großen dunklen Parkhaus, aber auch das stellte für das eingespielte Team aus Rettungshund und für Hundeführer keine große Herausforderung dar. Aufgeweckt führte der Hund mit seiner Supernase die Staffel an den Eingang und nach kurzem Schnüffeln und kurzem Kratzen an einer sperrigen Tür signalisierte er, dass die Spur sich im Parkhaus wiederfindet und dort weitergeht. Schnell wurde die Tür aufgezogen und wir betraten ein unübersichtlich altiges, mehrstöckiges Parkhaus, wo auf den Hund natürlich noch mehr Gerüche einwirkten durch parkende Autos oder rumliegende Reifen. Das war jedoch kein Problem für das Suchteam, denn geleitet von dem wildentschlossenen Rettungshund lief er auf eine der dunkelsten Ecken zu, wo sich dann auch die gesuchte Person putzmunter befand. Nach dem Fund gab es eine Belohnung für den Hund, denn vermisst oder verschwundene Personen zu finden ist extrem anstrengend, sowohl für den Suchhund als auch für den Hundeführer. Nach solchen Suchaktionen sind Rettungshunde meistens so kaputt, dass, falls sich noch eine Person irgendwo vermisst befindet, ein neuer Suchhund her muss. Zum goldenen Abschluss der Übung ließ Nicole Brettinger ihre Oma, eine Suchhündin mit über 8 Jahren Einsatzdienst und 8, das relativ hohe Alter sah man ihr ganz und gar nicht an, vielmehr die langjährige Erfahrung als Beruf und Berufung, Menschenleben zu retten. Wild entschlossen und voller Elan leitete sie ihre Führerin wieder in eine völlig neue Richtung. Suchhunde sind etwas wahnsinnig Interessantes. Wir bedanken uns recht herzlich für diesen Termin und für diese Erfahrungen, die wir dort machen konnten. Und wir hoffen, das Spezialvideo gefallen hat. Bis bald!